Das habe ich schon ganz vergessen. Wir haben doch noch einen Erpresserbrief. Mr. Patterson, wenn Sie Ihre Frau lebend wiedersehen möchten, bringen Sie das Geld am Dienstag ins Bison Steve in kleinen unmarkierten Scheinen. Ah, Herausforderungen. Bewaffnet für den Bären. Das nennt man Überleben. Töten Sie Benny mit seinem eigenen Gewehr. Maria. Dasselbe könnte man über alle religiösen Waffen sagen. Töten Sie wilde Ghule mit Maria, Gehenna, ein Licht im Dunkeln und heiligen Splittergranaten. Also mit den Waffen eben. Des Guten zu viel. Töten Sie Tiere mit Fatmans oder Fatminen. Also nur Tiere mit Fatmans töten wäre wohl etwas zu... Ja, wäre zu viel des Guten. Die Rache von Volt 13. Töten Sie Supermutanten mit 5,56mm Pistolen, Plasma-Defendern, Plasma-Granaten, Powerfäusten, Trennmessern oder dem Bowser. Die Rache von Volt 13. Das interessiert mich jetzt wirklich. In welchem Zusammenhang stehen wir zum Volt 13? Wie gesagt, Volt 13 aus Fallout 1. In welchem Zusammenhang stehen wir mit dem... Das kann natürlich auch nur eine Anspielung sein, aber das würde mich durchaus interessieren. Das hier können wir leider nicht knacken. Laserpistole. Energiezellen. Ein Magazin. Oh, Haarklammern. Den nehmen wir mit, ich bin überladen. Die Tür können wir leider nicht öffnen. Okay, Leute, folgendermaßen. Wir nehmen mal die Stimpacks ein. Gegenstände. Was nehme ich? Oder was werde ich denn los? Ich schmeiß mal hier das Pre-War Kids Outfit weg. Also das ist mehr als grenzwertig hier. Mensch, nehme ich einfach mal die Kleidung von toten Kindern mit. Tür? Oh. Hier ist noch eine Tür. Ach Mensch. Okay. Psycho. Wir müssen unbedingt wieder Gegenstände verkaufen. Also wirklich viel mehr gibt es hier anscheinend nicht. Legionsmischling. Ah ja, genau. Hier waren die restlichen Leichen. Ach ja, ich freue mich. Hm. Gibt es hier noch mehr Charaktermodelle als in Fallout 3? Da bin ich mir unsicher, aber... Wirkt also schon sehr unterschiedlich. Ja, diese Person hier hat leider keinen Kopf mehr. Von dem her schwer abzuschätzen. Jimmy. Die haben auch alle hier einen Namen. Harold. Und die Frau ohne oben. Oben ohne. Schon mal schön die Wörter verdreht. Nipton. Ja, ich würde sagen... Dann können wir eigentlich gehen. Also das sieht ja schon... haben sie einfach die Leute hier gekreuzigt. Und dafür haben wir sie umgelegt. Okay. Es müssten hier aber noch wesentlich mehr... Ja, Leichen rumliegen. Ich sehe mich nochmal um. Ich weiß eben nicht, wo die ganzen Gegner hier gestorben sind. Was haben wir hier? Okay. Irgendwelche Steine. Wer ohne Sünde ist, soll den Stein werfen. Oder irgendwie sowas. Hotel. Natürlich. Erkennungsmarke. Die nehme ich schon mal mit. Ich bekomme wirklich eine Gänsehaut durch diese Musik. Ach, ich freue mich. Wirklich, ich freue mich, dass sie diese Musik hier in Fallout New Vegas verwenden. Ich weiß nicht, ob die auch in Fallout 3 verwendet wurde. Aber ich bin der Meinung, ich hatte da die Musik einfach ausgestellt oder nur sehr leise. Ich kann solche Sachen... Ich kann viel zu wenig mitnehmen. Brillenhelm. Erkennungsmarke. Okay, Erkennungsmarke nehmen wir mit. Ich bin definitiv überladen. So.
Selbst ist der Mann. Reparieren Sie Gegenstände. Okay. Stammesüberfall. Söldnerabenteuer-Outfit. RNK-Patronengurt-Rüstung. Okay. Gewicht. Leichte Metallrüstung, die wiegt eben auch sehr viel. Leichte Lederrüstung können wir auch relativ teuer verkaufen. Dieses Prospektoren, das Outfit, das wiegt kaum etwas. Feldarbeiter-Outfit. Na, werde ich auch mal los. Wir können ja die ganzen Sachen verkaufen, aber ich darf nicht zu viel tragen, denn ansonsten kann ich die Teile eben auch nicht verkaufen. Wenn ich mich nicht ordentlich fortbewegen kann. Was braucht denn hier sehr viel Platz? Wir haben jetzt auch eine Laserpistole übrigens, relativ früh. Weil ich mich eben auch umgesehen habe. Es lohnt sich eben. Single Shotgun. Okay, also das System hier mit den Waffen wurde definitiv noch weiter ausgebaut. Das kann man schon mal sagen. Weite Machete. Ich muss irgendwelche Dinge wegwerfen. Trostlosigkeitsgift. Kann ich solche Tränke werfen auf die Gegner? Na, die verbrauchen ja wohl kaum Platz. Aber die hier. Wobei wir die auch total teuer verkaufen. Oh, Entschuldigung. Das ist wirklich mein Problem. Ich will einfach keine Gegenstände zurücklassen, weil wir die alle verkaufen können. Entschuldigung. Aber ich glaube... Ach, komm. Stimpaks behalten wir. Stealth Boy behalten wir. Ja, die können meinetwegen auch weg, auch wenn die kaum Platz verbrauchen. Die behalten wir. Ruhige Hand. Reparatursatz. Redaway Nuka Cola. Die man anscheinend sehr teuer verkaufen kann. Karawanenspeise. Können wir mal essen. Jet verbraucht keinen Platz. Die Schoten verbrauchen kaum Platz. Hydra verbraucht keinen Platz. Gegengift auch nicht. Komischen Blumen hier. Blutpaket. Nehme ich mal ein. Bittertrank. Ja, Wasser. Arzttasche. Okay, wir brauchen nicht mehr viel. Wenn ich noch ein paar Sachen loswerden kann, dann sind wir good to go. Ach, komm weg damit. Das bringt 50 ein. Die Sachen bringen eben noch wesentlich mehr Geld ein. So, jetzt können wir uns auch wieder bewegen. Haben wir hier noch etwas? Außer ein paar Hocker. Ja, wie an der Bar. Na schön. Ups. Einmal die Waffe gezogen. Ich habe ein Quietschen vernommen. Einige Kronkorken. Das hat sich gelohnt. Vorkriegsgeld. Na gut. Ich höre hier die ganze Zeit irgendwelche Geräusche. Also das hat ja wirklich schon Horroratmosphäre hier. Ups. Besonders mit der Musik. Oh. Ja, die Flasche. Die Flasche liegt schon mal gut, Kollege. Nicht schlecht. Respekt. Dann gehen wir mal. Boah, also bei dieser Musik bekomme ich ja einen eiskalten Schauer über den Rücken. Ich mag sie, also nicht falsch verstehen, ich mag das, aber es hat schon Horroratmosphäre. Wir müssen definitiv Dinge verkaufen. Und wir müssen doch jetzt immer noch, ich habe mir jetzt sehr viel Zeit genommen, wir müssen Aufgaben hierhin. In diese Richtung. Ach ja, hier sind wir rübergesprungen, genau. Tja, Leute, aber ich habe alle getötet. Ob ich darauf jetzt unbedingt so stolz sein sollte, keine Ahnung. Aber wir scheinen hier das Ödland zu retten. Okay. Währung hatte dabei. Legionskundschafterrüstung. Die wiegt aber wieder zu viel. Trennmesser. Und der Helm. Den nehme ich mit.
Tja, Kollege, man sollte sich nicht mit uns anlegen. Hier liegen noch mehr Leichen rum. Aber ich meine, stellt euch das mal vor. Das hier ist doch ein absolutes Massaker. Erstmal die Legion tötet alle Einwohner dieser Stadt oder lockt sogar Leute hierher. Und dann tauchen wir auf und töten alle anderen. Patronen. Sind wieder überfüllt. Heilpulver. Die Münzen nehmen wir mit. Okay, können wir denn Gegenstände, Waffen? Ja, den können wir reparieren. Sehr gut. Wasser, Münzen, Machete. Aber wir haben ja schon eine weite Machete, die wir vielleicht reparieren können. Die ist noch mehr wert. Legionsrekrutenrüstung. Ja, aber die wiegt zu viel. Frischer Mais, Höhlenpilz. Machete. Okay. Ja, die könnten wir reparieren. Gut. Ich sehe noch mal nach dem Kollegen hier. Können wir dem helfen? Worum geht es denn diesmal? Also, ich habe alle getötet. Wollte ich ausrichten. Wiedersehen. Ja, tschüss. Alles sind tot. Gut, Leute, ich würde sagen, wir verlassen mal die Örtlichkeit. Das war echt skurril. Also wirklich. Ich hätte damit nicht gerechnet. Aber mit was kann ich denn hier rechnen? Gut, dann treten wir mal wieder die Schnellreise an. Wobei die Betonung hierbei auf Reise liegt und nicht auf schnell. Stärke ist ein Maß für ihre hohe Körperkraft. Sie beeinflusst ihre Tragkraft, die Wirksamkeit ihrer Nahkampfangriffe sowie die Effektivität zahlreicher schwerer Waffen. Future Weapons Today. The best of everything, all in one place. The Ultra Lux. The Rebirth of Luxury. Good Springs. Rita's Café. Ah ja, und hier sehen wir auch nochmal die Währungen. Also einmal von der neuen kalifornischen Republik und einmal von der Legion, auf der auch ein Stier zu sehen ist und wahrscheinlich Caesar. Boxing. Na schön. Diese ganzen Zeitschriften hier können wir ja auch finden und verwenden. Talentierte, waffenlose Kämpfer in Moyei, Jahwe-Ödland können ihnen besondere Kampfstile beibringen, die ihre Fertigkeiten verbessern. Genau, und wir müssen ja auch früher oder später in Las Vegas landen. Also in New Vegas in dem Sinne. Have a sunny day. Gut, da sind wir wieder. Meine Güte, hat das gedauert. Gut. Ich will Dinge verkaufen. Deswegen bin ich primär hier. Danach machen wir natürlich direkt mit unserer Hauptmission weiter. Also, ich bin etwas sprachlos, muss ich sagen. Hallo. Sind schon direkt auf die Legion getroffen. Okay. Ups. Wieder da? Ja. Typisch. Ich blicke Was soll auf. es diesmal sein? Ich blicke auf sie hinab. Schauen Sie sich um. Okay. Sie bietet mir wirklich wenig für manche Dinge an, aber ganz ehrlich, wir müssen viel loswerden. Machen wir einfach mal. Weite Machete und wir haben noch die andere Machete. Welche davon ist denn stärker? Zustand. Schaden 8. Und die Weite. Weiter, weiter, weiter. Hier. 11. Dann können wir die normale Machete mal verkaufen. Leichte Metallrüstung. Ja, die können wir eigentlich verkaufen. Also, die bringt sogar einiges ein. Leichte Lederrüstung. Die Legionsdenarius Münzen. Also, die Römer, die haben ja auch schon mit Münzen gehandelt, wenn ich mich nicht irre. Nagelt mich nicht darauf fest. Laserpistole können wir fürs Erste behalten. Jet. Na komm, verkaufen wir mal. Schoten. Die komischen Hüllen hier sind nichts wert. Ich weiß nicht, ob wir die nochmal verwenden können. Hydra. Heilpulver. Granatengewehr behalten wir. Gegengift, Fernglas, Energiezelle, Dynamit. Oh ja, Dynamit. Da verkaufe ich mal 8 Stück.
Wir verdienen hier ordentlich etwas. Ja, die können auch weg. Bittertrank. Aufbereitetes Wasser behalte ich mal. 9mm Pistole. Patronen. Ach, wir haben hier sogar panzerbrechende Patronen. Stimmt, wir können ja auch die Patronen auswechseln, wenn ich mich nicht irre. Nur für diese ganzen Währungen erhalten wir hier sehr wenig. Klar, wenn wir dann mal im RNK-Gebiet sind, dann können wir die Währung wahrscheinlich verwenden. Nehme ich mal an, will ich hoffen. Okay. Also wir werden hier um einiges reicher. Und wir haben hier noch den Helm. Den können wir auch... Oder soll ich den als Andenken behalten? Der wiegt mich sehr viel. Könnte ich sogar theoretisch behalten. Ach ja, ich wollte noch eine Waffe verkaufen. Und zwar die Single Shotgun. Ja, die wollte ich loswerden. Stammesüberfallrüstung. Was trage ich denn gerade? Ja, den Hut. Die Rifle. Lederrüstung verstärkt trage ich gerade. Ja, ich denke mal, das wird soweit passen. Selfboy, strammer Strahler. Strammer Strahler. Ach Mensch, da ist auch eine Powerrüstung zu sehen. Future Weapons Today. Diese Magazine, die man auch in den Ladebildschirmen sieht. Also bei dem Gift weiß ich nicht, können wir das noch anderweitig anwenden? Ich meine, das bringt ja hier in dem Sinne minus 15 Trefferpunkte. Also negativ für uns. Right away werden wir behalten. Patronengurtrüstung. Die könnte ich verkaufen, aber... Wobei diese Lederrüstung, die verstärkte, die scheint sogar im Endeffekt besser zu sein. Die ist ja auch schon sehr stark angeschlagen. Wir behalten mal beide und akzeptieren. Und wir haben schon 1300 Deckel. Gut, bis dann. Howdy. Sayonara. Anscheinend gehört Prim jetzt uns. Okay. Ja, verständlich. Gut, wir reisen nochmal zurück. Ach, hier ist auch der Drive-In, genau. Und wir treten mal wieder den wunderbaren Bildschirm hier an. Dann machen wir nochmal weiter mit der Hauptgeschichte. Also haben wir die Legion sozusagen eigentlich schon mal als Feinde. Wir haben sie ja umgelegt. Also zumindest diesen einen Trupp, der natürlich nur einen sehr kleinen Teil ausmacht. Also können wir uns ja eigentlich mit der RNK gut stellen. Oder mit der NKR. Neue Kalifornische Republik. Oder NCA in dem Sinne dann. Ich sag immer Neue Kalifornische Republik dazu. Patriots Cookbook. Ah. Abraxo. Ah ja. Okay. Ja, ich werde mal sehen, ob ich das in Zukunft doch mal besser hinkriege mit den Ladebildschirmen. Es kann natürlich sein, dass das Spiel einfach generell sehr lange braucht. Dann kann ich da auch nichts machen. Tut mir leid. Poseidon Energy. Ja. Begin your Odyssey with us. Also Odyssey im Sinne von Reise eben. Ihre Reise. Sage ich auch immer sehr gerne. Na schön. Paul Clooney. Okay. Gut, dann machen wir nochmal ein Stückchen weiter. Da wären wir wieder. Und ich würde auch nochmal gerne Richtung Mojave Drive-In sehen. Also in der Richtung. Kann ich da einfach hier entlang gehen? Wahrscheinlich nicht. Wir sehen uns nochmal. Wow. So viel dazu. Okay. Und wir haben immerhin schon Level 5. Hatte ich in Fallout 3 so schnell die Level schon erhöht? Kann ich ehrlich gesagt gar nicht einschätzen. Okay. Den hätten wir auch. Hier kann ich schlafen. Oder auch nicht, weil Feinde in der Nähe sind. Okay, Aschenbecher. Mhm.
Ach ja, ich wollte ja noch die Getränke verkaufen, ganz vergessen. Ich glaube, ich hatte noch Nuka-Cola dabei. Ups. Na gut, die lassen wir mal hier. Lotterieschein und ein Laser-Rifle. Das lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Ist das hier? Lotterieschein. Das würde ich mir ja gerne genauer ansehen, was draufsteht. Naja, wahrscheinlich nur eine Nummer. Also ich nehme an, es wurden einfach an alle Einwohner hier einen Lotterieschein ausgegeben. Und dann... Ups. Ach da. Und dann hat die Legion einfach Nummern vorgelesen. Und es wurden alle Leute bis auf zwei getötet. Nette Ansicht übrigens. Ja, die Drüsen könnte ich mitnehmen. Hier ist auch nichts weiter. Na schön. Ich wollte jetzt noch in diese Richtung hier gehen. Na schön. Kann ich hier schlafen gehen? Sehr schön. Schon steht es besser mit unserer Gesundheit. Der Mond. Aber, also ich muss schon sagen, die Musik, das... Also Fallout New Vegas, das kann ich hier schon zum Anfang sagen. Also wir sind ja noch sehr weit am Anfang des Spiels. Es ist einfach schon sehr atmosphärisch. Mojave Drive-In. Aha. Ah ja. Okay, ein Drive-In-Kino. Eine ein Satellit. Ein abgestürzter. Nichts passiert, da die Mitternachtsvorführung im Mojave Drive-In noch nicht begonnen hat. Wie viel Uhr haben wir denn? Wo sehen wir denn die Uhrzeit? Oh. Ach hier. 4.34 Uhr. Also passiert hier irgendetwas, wenn wir um 0 Uhr wiederkommen, oder? Inwieweit darf ich das verstehen? Wir können ja nochmal zu einem späteren Zeitpunkt zurückkehren. Interessant. Ich weiß ja noch nicht, was ich davon halten soll. Okay. Ich will jetzt Richtung diesen Punkt hier. Ich folge mal der Straße. Tja, die Legion also. Aber wir könnten uns ja mit der Legion gut stellen, wenn wir das denn eben wollen. Und wahrscheinlich die neue Kalifornische Republik bekämpfen. Und damit eben die Bruderschaft. Die ich hier übrigens auch noch nicht erwähnt hatte. Die Bruderschaft darf man nicht vergessen. Die spielt ja auch eine zentrale Rolle hier. Und schon wieder die alte Fallout-Musik. Also, ah. Es weckt einmal die Erinnerungen eben an Fallout 1 und 2. Und es ist einfach so ein guter Soundtrack. Echt wunderbar. Dann laufen wir mal durch diese Vegetation hier. Denn dieser Punkt wurde auf unserer Karte angegeben. Unser nächster Zielort. Oh. Ich glaube, Gegner sind in der Nähe. Ich laufe in die falsche Richtung übrigens. Ach, hier sind wieder Großhörner oder Horne am Grasen. Die können wir gerne in Frieden lassen. Na schön. Gut. Ja, ich behalte mal die Gegend im Auge. Wir müssen zumindest in diese Richtung hier pilgern. Ich bin einen etwas umständlichen Weg gelaufen. Aber nun gut. Kugelkaktus nehmen. Genau, die können wir auch noch mitnehmen. Da wir uns an den Lagerfeuern einiges braten können. Also im Hardcore-Modus stelle ich mir das schon ganz interessant vor. Oh, eine Schienenstrecke. Ob noch Züge fahren? Ich nehme mal an, nicht. Na schön.
Aber ihr wisst ja, Leute, nicht über die Gleise laufen. Das kann gefährlich werden. Okay, ah ja. Wir müssen weiter in diese Richtung hier. Tja. Die Stadt liegt in Asche. Okay, wir sind hier vorne richtig. Die Schranken sind geschlossen. Aber das wäre natürlich interessant zu wissen, ob hier doch noch ein paar Züge verwendet werden. Oder, naja, zumindest die Schienen. Okay. Wir sind auf dem richtigen Weg. Ich weiß nur nicht, wo der Weg hinführt. Ach, wir hätten direkt durch die Stadt gehen können anscheinend. Naja. Bin ich etwas umständlich gelaufen. Na schön. Sehr schön, sehr schön. Ah ja. Novak, neutral. Wir gehen hier aber schon große Strecken der kompletten Karte ab. Camp Forlorn Hope und verlassene... Ah. Verlassener Bruderschaftsbunker. Aber die beiden Punkte hier, die hatte ich, glaube ich, schon mal früher gesehen auf der Karte. Okay, dann können wir jetzt einfach hier den Weg folgen. Zu den Hauptmissionen. Natürlich. Das war doch nochmal knapp. Ich muss nicht mehr auf den Boden aufpassen. Hier sind natürlich überall Minen abgelegt worden. Wir müssen jetzt einfach dem Weg folgen, okay. Und sollten nicht abgeschossen werden. So viel dazu. Ja, hier ist noch jemand. Okay, die nehmen wir mit. Buttermesser. Okay. Weiter. Hier ist irgendwo noch jemand, da hinten. Ja, den knöpfen wir uns gleich mal vor, aber das scheinen nur irgendwelche Wichtigtour zu sein, irgendwelche Gangster. Natürlich. Okay. Patronen nehmen wir mit, die nehmen wir mit, die nehmen wir mit. Ist ja eine Schlange? Hallo? Oder war das der Soundtrack? Ich bin mir nicht sicher. Man weiß ja nie. Gut, wir gehen weiter. Wir haben jetzt auch wieder etwas Munition gefunden. Waffen. Kann ich die noch weiter reparieren? Ich glaube nicht, nein. Aber wir können die Waffen hier modifizieren. Das gab es auch noch nicht in Fallout 3. Diese Funktion. Na schön. Toll, dass hier überall Minen rumliegen und ich scheine die immer zu übersehen. Da ist jemand. Ein Revolverheld. Ja. Kollege. Der kann mich gerne in Ruhe lassen. Haarklammern, Metallrüstung, hoho. Die ist einiges wert. Na schön. Daten, Weltkarte. Gut. Ein kleines Stückchen Weg wartet noch auf uns. Und per Pedes ist das natürlich... Entschuldigung. Ist das natürlich ein relativ weiter Weg. Die hier könnten wir auch wieder mitnehmen. Büffelkürbis. Was ist das hier? Also jetzt können wir eigentlich einfach mal die Gegend hier erkunden. Wir sind ja quasi... Ja, wir folgen hier der Hauptmission. Schießereien der Geisterstadt würde es noch geben. Rausgeworfen. Genau, die Gefangenen retten. Das ist aber auch hier. Also können wir ja quasi beide Aufgaben an der Örtlichkeit erledigen. Umso besser natürlich. Was haben wir hier oben? Aha. Scheint verlassen zu sein, aber man weiß ja nie. Oho. Munition. Die nehmen wir mit. Mhm.
Dann sehe ich mich nochmal hier um. Aber ich glaube, hier hausen irgendwelche Wolfhorn Ranch, okay. Ich hatte hier vielmehr mit irgendwelchen Banditen gerechnet. Lebt hier jemand? Anscheinend außer Haus. Bett. So, schlafen. Das gönnen wir uns einmal. Haarklammern. Die Sachen können wir hier lassen. Hülsen und Kaliber 12 Patronen nehmen wir einfach mal mit. Von den Patronen können wir ja nie genug haben. Okay. Ah. Also hier könnten wir uns natürlich noch am Mais bedienen. Frischer Mais. Den hatten auch die Legionskämpfer dabei. Gegenstände. Sind das Hilfsmittel? Mais, Mais, Mais. Mais. Oder sonstiges. Ach ja, war ja frischer Mais, genau. Frischer hier. Da, frischer Mais. Ich meine, ich habe sowieso volles Leben. Ob es sich jetzt wirklich lohnt? Also interessant allemal, dass wir hier einfach allerlei Dinge mitnehmen können. Genau, Wasserventil. Frischer Mais hat nachgelassen, natürlich. Ich verspüre wieder Hunger. Aha. Ich nehme die mal mit. Sieht wertvoll aus. Man kann ja nie wissen, wann man diese Gegenstände braucht. Okay, wir gehen weiter. Da hinten ist auch noch eine Örtlichkeit, die nicht auf der Karte angezeichnet ist. Da könnten wir natürlich auch mal einen Abstecher veranstalten. Ich bin mir unsicher. Also wir haben jetzt allerlei Möglichkeiten, muss man sagen. Wir sind ganz gut ausgestattet. Auch schon auf Level 5. Immerhin. Da wird natürlich noch einiges auf uns warten, nehme ich an. Aber gerade scheint es doch ganz gut für uns auszusehen. Aber wir suchen ja immer noch unsere, naja, Attentäter. Zumindest die Leute, die uns abgeschossen haben. Ja. Überfallene Farm. Okay. Dann sehen wir uns die mal etwas genauer an. Das freut mich immer an Fallout, dass man hier die unterschiedlichsten Orte sieht und findet. Den nehmen wir mit. Seesack. Stimpak. Informatik in Team. Hülse, Hülse, Energiezelle, Cowboy Repeater. Zündflamme. A-Klammer Stimpak nehmen wir mit. Lederrüstung, wie viel ist die wert? Ah, können wir hier lassen. Und Flaschen, natürlich. Tja, wer weiß, wann diese Farm überfallen wurde. Das kann ja schon sehr lange her sein. Oh. So viel dazu. Den hätten wir seinen Kopf abgetrennt. Junkfood. Kronkorken. Mad X. Motorradbrille. Schachtel Zigaretten. Oh. Okay, ein kleines Hagelfeuer. Den hatten wir. Okay, ich schieß mal die beiden hier ab. Ja. Oh. Jemand versucht mich hier zu ermeucheln. Okay, den hier noch. Ja. Nein, nachladen. Natürlich. Auf wen sind wir denn hier getroffen? Ja. Oh Gott, ich muss unbedingt Stimpaks einnehmen. Komm schon.
Okay. Ja, ich hätte besser auf den Kopf zielen sollen. Na, endlich. Das war ordentlich. Mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Boah, die sind einiges wert, aber ich kann nicht so viele Sachen tragen. Den nehmen wir mit. Kronkorken. Kaffeetasse. Okay. Submachine Gun, Jet, Kronkorken, Ledergürtel. Aha. Red X nehmen wir mit. Und ich bin überladen. Kronkorken. Und die hier noch. Dann wurden wir einfach von unzähligen Viper-Revolverhelden angegriffen. Anscheinend. So, schickes Bein. Kronkorken. Ruhige Hand. Jum, jum, Teufelseier. Naja. Zu schnabulieren brauchen wir gerade nicht unbedingt etwas. Gegenstände. Okay. Die hier. Kann ich irgendwelche Waffen reparieren? Ja, das geht. Okay. Die hier auch. Sehr schön. Okay. Gut. Tja, das hätten wir damit wohl erledigt. Ich würde ja... Ich würde wirklich noch mal gerne... zurück. Wir sind jetzt gerade bei der überfallenen Farm. Hier ist auch noch eine Art Fluss. Ja, na schön. Ich würde noch mal gerne zurück zum... Outpost hier. Einfach nur, um meine Gegenstände zu verkaufen. Das wäre mir durchaus wichtig, denn ganz ehrlich, Leute, wenn wir jetzt schon mal eine Menge Kronkorken ansparen, dann ist es eben umso besser für später. Aber ich bin wirklich gespannt, wie sich hier noch die Geschichte entwickeln wird. Also ich habe da keine Ahnung, auf wen wir noch demnächst treffen werden. Ich weiß nur, dass diese Ladebildschirme sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Aber so ist das eben. Also wahrscheinlich. Ich weiß nicht, woran das genau liegt. Das kann allerlei Gründe haben. Und diese beruhigende Musik, die aber trotzdem etwas Unheimliches an sich hat. Das Old Mormon Fort ist das älteste Gebäude in New Vegas. Es wurde vor kurzem von den Anhängern der Apokalypse besetzt. Anhänger der Apokalypse. Ich bin auch sehr gespannt, wenn wir in New Vegas ankommen. Abermals bekannt als Las Vegas. Hm. Der King setzt sich für die Unabhängigkeit und persönliche Freiheit in Freeside ein. Seine als die Kings... Ja, okay. Mehr Informationen haben wir nicht erhalten. Hm. Okay. So viel dazu. Die Framerate, die fluktuiert hier auch immer hin und her. Also jetzt läuft es wieder sehr flüssig. Manchmal aber fällt die etwas runter. Hm. Naja. Sehr merkwürdig. Wird aber wahrscheinlich sehr mit der Aufnahme zusammenhängen. Hallo. Schönen guten Tag, Lacey. Wieder da? Typisch. Ja. Was soll es diesmal sein? Ich würde gerne etwas verkaufen. Schauen Sie sich um. Natürlich. Bisher habe ich ja noch nicht sehr viel gekauft. Ja, komm, verkaufen. Die bringen aber auch nichts ein hier. Weiter, Marete. Geld. Den komischen Helm kann ich behalten. Pistole. Rifle. Granatengewehr. Super Stimpak. Strahler. Stimpak. Stealthboy. Shopping für Wochenendkrieger. Ruhige Hand haben wir schon zwei. Reparatursatz. Was kann ich eigentlich genau mit dem anfangen? Noch nie eingesetzt. Red Away. Red X. Die andere Rüstung. Hier, Nuka-Cola. Die können weg. Psycho auch. Metallrüstung. Die ist auch schwer. Schränkt also unsere Bewegung ein, aber schützt ganz ordentlich. Also ich nehme an, wenn wir sie reparieren, dann dürfte sie sehr ordentlich schützen. Dann kann ich ja vielleicht erstmal die hier verkaufen.
Und die Metallrüstung könnten wir ja theoretisch reparieren, wenn wir das denn wollen. Lotterieschein. Lederrüstung haben wir Dato noch an. Die hält nicht mehr sehr viel durch. Laser Rifle, Laserpistole, Kaliber, Jet. Die behalten wir. Diese ganzen Hülsen bringen nichts ein. Knattengewehr. Panzertag, Gegengift. Tiergift heilen. Na gut. Energiezelle, Dynamit. Die Vertreter, Cowboy Repeater. Die müsste ich aber auch noch reparieren können. Arzttasche, 9mm. Und so weiter und so fort. Pistole, Machine Gun. Okay. Akzeptieren. Jetzt haben wir schon 1669. Und wir könnten natürlich auch einiges einkaufen. Aber Stimpaks sind auch so teuer. Gut, bist an. Wenn ich darauf verzichten kann, möchte ich sie nicht unbedingt. Nun ja. Kaufen. Also generell. Nicht unbedingt Geld ausgeben. Cowboy Repeater, den hier können wir noch reparieren. Gut. Gut, dann würde ich sagen, wir ziehen von dannen. Dann würde ich nochmal gerne Nipton, genau.